Willkommen, willkommen vom Panasonic. Habt ihr schon viel wahrscheinlich über HDR Premium gehört, beziehungsweise seit Januar spätestens, seitdem alle auf den HDR-Zug aufspringen, Sony, Samsung und Co., ist das ein großes Thema, denn 4K war sozusagen letztes Jahr, jetzt haben wir 4K Pro mit HDR Premium. Was heißt HDR Premium? Natürlich, dass wir ein High Dynamic Range haben, dafür steht das die drei Buchstaben, also wir haben einen helleren, ich sag jetzt mal Kontrastwert, ganz plump ausgedrückt, also die Schwarzwerte sind schwarzer und die hellen Punkte sind heller. Und ihr seht ja auf jeden Fall auf der linken Seite schon den neuen HDR Premium Fernseher von Panasonic, den DXW904, und rechts haben wir den alten Fernseher sozusagen, den 800er Serie Premium Fernseher vom letzten Jahr, der auch ein Update bekommen wird, hier noch ohne Update, damit er nahe rankommt an die neue Premium Serie. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall noch gut die Unterschiede hoffentlich erkennen zwischen HDR auf der linken Seite, also HDR Premium auf der linken Seite, und das Ganze noch komplett ohne HD auf der rechten Seite, hier in, ich glaube sogar nur Full HD Qualität, wenn ich mir nicht unsicher bin. Aber jetzt, wenn ihr auf den ersten Blick nur die Farbunterschiede erkennt, war bei mir auch so, aber wenn ihr ganz genau hinschaut, bei Spiegelung sieht man auf jeden Fall, wie die Schärfe ganz anders ist. Das zeige ich euch am besten gleich hier beim Saxophon zum Beispiel. Hier oben ist die Schärfe hier bei der Spiegelung einfach anders wie auf der rechten Seite. Natürlich die Farben, wie gesagt, auch. Ich warte jetzt aber noch kurz ab, bis gleich Naturbilder kommen. Da sieht man das nämlich nochmal viel schöner, wenn die Sonne durch die Blätter durchscheint, dass da, wo die Sonne durchscheint, das Bild einfach nochmal schärfer ist und das Schwarz oder die dunklen Stellen auch auf jeden Fall noch heller dargestellt werden können. Also hier sieht man das schon mal ganz okay, nicht ganz so auffällig. Bei dem Bild natürlich auch wieder eher die Helligkeitsunterschiede auffällig, weil auch natürlich der neue mit 1000 Nit viel heller werden kann. Das Flackern übrigens macht meine Kamera, weil der ISO-Wert einfach anders eingestellt ist. Hier finde ich, das sieht man das wunderschön, dass dieser Wert ganz anders sind, leider immer sehr kurz sichtbar, und hier auch die dunklen Stellen einfach viel besser sichtbar als bei einem Nicht-HDR-Fernseher. Dafür ist ja HDR eigentlich gedacht. Das kennt ihr vielleicht von den Kameras auch schon, wie man das auch schon von Apple kennt. Genau, vielen Dank, dass du geschaut hast. Mein Name ist Balazs Gál. Das wäre ein ganz kurzer Überblick nur über die HDR Ultra HD Premium oder HDR Premium Übersicht sozusagen aus Frankfurt von der Panasonic Convention, wo ich natürlich viel mehr als nur Fernseher zeige. Also schaut auf jeden Fall auch die weiteren Videos in meinem Channel an. Vielen Dank, dass du geschaut habt, und bis zum nächsten Mal.